Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausapotheke für die Seele. Welche Pflanze stärkt mich heute? Ich habe mir intuitiv gerade das Kartenset Natürlich heilen, Immunkraft stärken herausgenommen und aus den 40 Karten, die dieses Kartenset enthält, das kann ich euch zeigen, die Kiwi gezogen. Das ist die Karte dazu. Die Kiwi steht für Hartnäckigkeit, dranbleiben können an einer Sache. Und der Text auf der Rückseite der Karte lautet so: Keiner kann mich dazu bringen, von meiner Position abzurücken. Ich bleibe felsenfest dabei, komme was wolle. In mir gibt es weder Zweifel noch Schwäche. Ich lasse mich auch nicht von wohlmeinenden oder drohenden Stimmen ablenken. Diese prallen einfach an mir ab. Unverrückbar halte ich an dem fest, wofür ich mich entschieden habe. Gleichzeitig fühle ich mich innerlich frei, entspannt und gut mit mir selbst verbunden. Für mich gibt es kein Hin und Her. Daher ist das Leben einfach. Ich weiß, wofür ich stehe. Die Kiwi. Und ich würde euch gerne jetzt eine Kiwi zeigen. Ich habe auch welche angebaut im Garten, weil es gibt kälteresistente Sorten auch, also kleinfrüchtigere, als Bayern-Kiwi zum Beispiel im Handel. Nur mein Boden da im Garten mag die Kiwi nicht so gerne oder umgekehrt. Jedenfalls, also im Gegensatz zum Rosmarin, den ich gestern vorgestellt habe, wachsen die Kiwis nicht so großartig und jetzt ist sowieso im Frühjahr noch nichts zu sehen, noch keine Blätter. Die Kiwi. Kennt jeder von euch, nehme ich an, diese grünen, prallen Früchte, so walzenförmig mit der rauen Schale. Aber wisst ihr auch, wie die Pflanze aussieht? Und zwar ist es eine lianenartige Schlingpflanze, die ursprünglich nicht aus Neuseeland kommt, wie man meinen könnte, sondern aus dem südlichen China. Chinesische Stachelbeere heißt sie auch. Und sie ist erst vor circa 100 Jahren nach Neuseeland eingeführt worden und dort großfrüchtiger gezogen worden. Und man hat ihr eigentlich aus marketingtechnischen Gründen den Namen Kiwi verpasst, nach dem bekannten neuseeländischen Vogel. Oh ja, und seit den 50er Jahren ungefähr gibt es auch in Europa. Die Kiwi ist sehr Vitamin C-reich, enthält auch Mangan und Zink oder Magnesium. Da müsste ich jetzt erst nachschauen. Ich habe da dieses Begleitbuch, da kann ich jederzeit nachschauen. Magnesium, Folsäure und Zink. Ist daher für Erkältungskrankheiten, also wenn da was im Anzug ist, geeignet oder auch bei leichten Depressionen. Sie ist auch verdauungsförderlich, enthält ein eiweißspaltendes Enzym, das allerdings, wenn man Milchprodukte gemeinsam konsumiert, die Speisen bitter werden lässt. Ja, jetzt geht bei mir da auch die Sonne auf im Garten und ich hoffe für euch auch. Und alles Gute!